Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen Splatoon. Ich weiß nicht, warum ich nicht schon eher auf die Idee gekommen bin, das vielleicht auch einfach mal als Projekt zu machen. Das ist jetzt auch so eher das kleine Zwischenprojekt. Bietet sich an, weil man nicht so viel Zeit braucht zum Aufnehmen und zum Hochladen, weil man muss quasi nichts schneiden und ich muss nicht 50 Minuten am Stück oder so spielen zum nächsten Speicherblock. Beziehungsweise muss ich etliches Male irgendwelche Schnitte setzen. Das kann ich mir hier quasi alles sparen. Insofern wird das vielleicht jetzt eine Möglichkeit sein, den Kanal endlich mal wieder zu beleben. Weil derzeit ist es mir arbeitstechnisch gesehen einfach kaum möglich, irgendwas aufzunehmen. Aber vielleicht ist das ja jetzt die Lösung schlechthin. So, die dürfen gerne mal weggehen. Wenn es möglich ist, jetzt vielleicht schon. Ich färbe das mal ganz kurz hier alles ein. So. Okay, das Ziel von Splatoon ist es übrigens, die Kampffläche des Spielfeldes in der eigenen Teamfarbe einzufärben. Das ist ein ziemlich einfaches Spielprinzip, aber das rockt sehr. Je einfacher, desto besser oder so könnte man natürlich meinen. Wow. Kills bringen in diesem Spiel eigentlich keine Punkte. Zumindest nicht für den Charakter, den man gerade selber spielt. Man kann nämlich hier Level-Ups machen und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich schön, wenn man seine Teamkameraden quasi etwas entlasten kann, indem es einfach weniger gegnerische Spieler auf dem Feld gibt. Ich tendiere trotzdem oft dazu, lieber erstmal das eigene Feld einzufärben, anstelle irgendwelche Kills einzuheimsen. Einfach weil ich zu schlecht im Zielen bin, sagen wir es mal so. Und im Endeffekt habe ich immer noch die Anfängerwaffe wegen diesem Unbesiegbarkeitsschild, den man da hat. Ich finde es aber auch einfach unglaublich praktisch, dass die erste Waffe gleich sowas Cooles als Fähigkeit hat. Ich werde später irgendwann mal, wenn ich Level 20 bin und quasi alle Waffen habe, wofür ich eigentlich noch den Story-Modus bräuchte, den ich noch nicht einmal gespielt habe, doch einmal den ersten Level, dann war es mir zu langweilig. Okay, Moment. Der färbt das hier oben ein. Der kommt nicht ganz hoch. Okay, dann mache ich mal hier hinten den Weg kurz frei und nehme die Base von denen einfach mal ein. Klingt doch nach einem guten Plan. Oh. Und ich verstecke mich mal kurz in der Ecke, weil die kommen nämlich von denen ihrem Team auch gerade. Der hat die gleiche Idee wie ich und die versuchen ihre Base gerade zurückzuerobern. Okay, ich werde mal hier etwas warten. Kommt schon. Sind die schon da? Ich würde nämlich ungern da reinplatzen. Wow, drei sind da. Ah, ist das hässlich. Hier, mach mal dein... Geh mal ein bisschen weg. Das geht so, ne. Danke sehr. Oh, von zwei Seiten eingekesselt. Das ist gemein. Ich geb's zu. Oh, Mist. Der hat mich auch noch erwischt. Und der hat gerade... ist das einer von uns? Ne. Wer von denen ist denn bei wem? Das verwirrt mich. Ich spring mal kurz zu denen rüber. Das kriegen wir hin. Die Runde sieht gut aus. Okay. So, wir verstecken uns mal ganz kurz. Die respawnen doch genau hier. Richtig. Ah, Mist, das war dumm. Ich hätte mich eher raustrauen müssen. Ich dachte eigentlich, dass die jetzt nach vorne stürmen und irgendwas Cooles zu machen. Aber ich würde mal sagen, die Runde haben wir trotzdem locker gewonnen. Vielleicht kann ich noch einen Klecks einfärben. Ich habe einmal in die Luft geschossen. Vielleicht hat's gereicht. Naja, das haben wir locker gewonnen. Okay, schön. Na, das war eine gute Runde, um reinzukommen. 60,7. Wunderbar. Mit Susan und Dake hatten wir zwar schon mal krassere Runden mit um die 90% eingefärbter Fläche, aber da waren wir auch alle im Skype und konnten uns quasi mehr oder weniger besser absprechen. Das ist unglaublich krass, was für einen Unterschied das macht, wenn man hier kommunizieren kann oder nicht. Das ist der Wahnsinn. Okay, aber die erste Runde lief gut. Das war schön. Machen wir gleich noch eine neue Runde. Und wir sind schon wieder in der gleichen Welt. Ich bin mal gespannt, wie es diesmal laufen wird. Die Teams in diesem Spiel werden leider immer wieder bunt durchmischt. Das heißt, man kann sich irgendwie nicht aussuchen, mit wem man im Team sein möchte. Das kommt wohl im August als Update dazu. Das wird das ultimative Update dann, wenn wir quasi ausmachen können, wer mit wem im Team ist. Von wegen Absprachen und Team bilden und voll das Platoon-Clan und so ein Zeug. Na, keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine. Ich bin auch gespannt, ob neue Waffen dazukommen werden. Neue Welten sind ja auch schon mal angekündigt und es gibt ja durchaus schon die ersten paar neuen Waffen. Was ich auch ziemlich cool finde. Da sind auch schöne dabei. Oh mein Gott, ich muss mal ganz kurz hier weg. Ich sammle erstmal ganz kurz mein Anfängerschild, damit ich in aller Ruhe hier ein bisschen einfärben kann. Sehr schön. Okay, und wir färben hier noch ein bisschen was ein. Ich bin der Meinung, dass es am Anfang nicht so viel bringt, die Basis einzufärben von sich selber. Also schön zum Aufsammeln der eigenen Tinte. Aber die Mitte ist, glaube ich, der wichtigste Knotenpunkt. Weil die Basis kann man selber immer wieder zurück einfärben, wenn man gestorben ist. Weil man respawnt ja quasi eh da drin. Ja, netter Versuch hier, Bro. Und aus diesem Grund mag ich diesen Anfängerschild.
Ah, Mist. Ah, der leider nicht ewig hält. Aber na gut, ich habe die wenigstens kurz von der Mitte weggelockt. Und es hat nichts gebracht, weil keiner von meinem Team dort steht. Na gut, ich möchte mal zu dir springen. Du bist relativ weit vorne. Oh, du bist hier. Na gut, das ist natürlich ein Knotenpunkt in dem Sinne. Okay, wir gehen mal ganz kurz hier hoch. Ich färbe mal ganz kurz noch ein bisschen die Fläche hier ein. Da hat jemand aber ganz schön schludrig gefärbt. Wir möchten noch wieder unseren Schild zusammenkriegen. Oh, und hier hat gar keiner gefärbt. Was ist denn das? Team, please. Ah, gut, okay, hier ist schon einer. Wir möchten mal... Okay, wir versuchen mal... Ach, Mist. Okay, der ist zerplatzt, ich bin zerplatzt, aber der eine hat leider überlebt. So, und wenn wir jetzt aber klug sind, springen wir einfach mal bis ganz nach hinten über das ganze Feld und färben denen ihre Base ein. Wow. Und ich hoffe mal, dass es gerade eben der gegnerische Spieler war, der da zerplatzt ist. Oh, puh. Okay, wir färben mal hier die ganze Fläche ein, gehen auf diese Seite. Machen das gleiche nochmal. Färben erstmal hier ein bisschen was ein. Okay, sehr gut. So. Man erkennt übrigens, welches Team gerade vorne ist, je nachdem, wie groß die kleinen Köpfe hier an der Seite sind, also oben am Rand. Ich mach mal ganz kurz das hier weg. Sehr gut. Das hat mich schon ein bisschen genervt. So, und jetzt färben wir hier die ganze blöde blaue Soße ein. Sehr schön. Und jetzt können wir hier oben bestimmt nochmal alles neu einfärben. Ja, das habe ich mir gedacht. Unser Team ist jetzt übrigens gerade im Vorsprung. Das sieht man daran, dass die Köpfe größer sind. Die quasi angeben, wer gerade lebt und wer nicht. Okay, sehr schön, sehr schön. Oh nein, Mist, ich habe keine Tinte mehr. Das ist Mist. Das hätte mir hier oben nicht passieren dürfen. Okay, das ist auch weg. Ich liebe diesen Noob-Schild. Okay, aber das haben wir jetzt auch, glaube ich, relativ gut gewonnen. Bisschen was über 50, würde ich sagen. 53, ja. Sehr schön. Und wie ihr sehen könnt, 53 plus 35 ergibt keine 100%. Das heißt, es zählt nicht, wer mehr von der Farbe auf dem Feld hat, sondern insgesamt, wie viel von der Gesamtfläche eingefärbt wurde. Das heißt, wenn man halt irgendwie welche Stellen vergisst, dann ist das halt selber dran dumm. So, das war auf jeden Fall die zweite Runde. Ich mach gleich noch eine. Ah, und wir haben in der dritten Runde die gleiche Welt nochmal. Ich hätte gehofft, wir haben wenigstens noch das Kofferfischstadion oder wie es hieß. Ich weiß gar nicht, was hier noch für eine Welt zur Verfügung stand. Wir sind auf jeden Fall diesmal rosa. Ich bin gespannt, wie wir uns diesmal anstellen. Bitte besser. Noch besser als beim letzten Mal. So, und wir haben das hässliche Lied bekommen. Das ist eines der wenigen Lieder, was ich in diesem Spiel gerade wirklich überhaupt nicht mag. Ansonsten finde ich diesen Soundtrack von diesem Spiel unglaublich geil. Ja! Sehr gut. Ich liebe diesen Schild. Ich liebe diesen Schild. Okay, ich warte mal kurz. Aha, aha, aha. Da kommt gar nicht. Na gut, dann färbe ich halt weiter ein. Vollkommen okay. Habe ich kein Problem damit. So, wir finden uns jetzt hinter nochmal kurz auf. Ja, mich stört, dass hier unten noch immer einer rumwuselt von denen. Ja, geht mal bitte kurz weg. Ach Mist. So nicht. Der kommt gleich hier hoch. Wetten? Doch nicht? Okay, dann eben nicht. Wow, 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 wow. Ah, oh, da hat sich die ganze Zeit einer versteckt. Wie gemein ist das denn? Oh Mann. Dabei wollte ich mich doch ultra stealthy anschleichen. Hier hat wieder keiner das Ding eingefärbt. Das sind bestimmt trotzdem 2% oder sowas. Können entscheidend sein. Wie vergisst man das denn? Das mag ich nicht. Die müsste man immer einfärben. Die müssten schon eingefärbt sein. Von Anfang an. Das wäre schön. So, okay. Hier ist nichts. Hier färbe ich mal nur ein bisschen notdürftig ein. Okay. Oh, sehr gut. Hier bin ich sicher. Dieser riesige Laser ist übrigens eine Waffe von jemand anderen. Da der in unserer Farbe ist, kann der uns selber nichts tun. Das ist ganz nett. Um Gottes Willen. Das war schlecht. Ah, dieses kleine Sprinkler-Ding mag ich auch sehr. Und ich spring mal bitte kurz zu unserem japanischen Freund. Zu Denchi? Ich glaube zumindest. Weil die gerade unglaublich gut steht. Ja, die hat auch schon zu mir gerufen. Das ist ein sehr weiser Rat. Oh, und da hat meine ganze Fläche wieder zurückgefärbt. Das mag ich nicht. Blöd. Okay, wir haben noch nicht mehr so viel Zeit. Okay. So, wir färben mal... Wow, 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 wow.
färben mal schnell alles ein. Du brauchst nicht mitkommen, Tenchi. Oder wie auch immer du heißt. Ich habe keine Ahnung. Tenchi war es, glaube ich. Okay, gut. Wir ignorieren das einfach mal. Da hat jemand eine ziemlich coole Waffe, um den Weg frei zu bolzen. Das ist ultra geil. Und solange wir hier die Basis einnehmen können, ist das das perfekte... Oh, das ist super geil. Oh, das ist unglaublich cool. Sehr schön. Oh, das hat gut geklappt. Na, wie viel war das? Wir sind auf jeden Fall vorne. Aber um wie viel? Obwohl... Dadurch, dass sie sich auch so gut vorgekämpft haben. Oh, na gut, okay. Lief ähnlich wie die letzten. Gut, ich würde sagen, das waren die drei kleinen Runden. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt einfach, wir wollen mehr oder irgendwie sowas. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, denn ich mache auf jeden Fall neue, egal ob ihr wollt oder nicht. Und in diesem Sinne, bis dahin. Bye.